Lieber Wolfgang, ich bin ein großer Fan und verpasse keines deiner Videos. Na, hallo meine Lieben. Solche Zuschriften bekomme ich mittlerweile regelmäßig. Seit letztem Donnerstag sorge ich mich allerdings ein wenig um dich. Vielleicht wäre es gut, dich einmal mit Pater Paul auszusprechen, beziehungsweise einen neuen Start im neuen Jahr zu wagen. Naja, also Freunde, ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit verplempern, um mich über den wahren Charakter von Pater Paul zu äußern. Das ist auch völlig langweilig. Ja, ich kann euch nur sagen, dass, entschuldigt, das Klingeln ist jetzt, das ist die Hotline, die Beicht-Hotline für Notbeichten. Ich gehe da mal gerade ran. Ja, Beichten mit Wolfgang. Hier, wer bist denn du? Ja, hier ist Suse, Wolfgang, ich bin das. Was, Suse? Warte mal, Moment, wieso? Ich sehe gar nicht deine Nummer, Ja, wenn du meine Nummer siehst, dann gehst du ja nie ran. Nee, natürlich gehe ich nicht ran. Ich habe ja schließlich was zu tun, wenn ich weiß, dass du dran bist. Ich nehme doch gerade bei Facebook auf, Suse. Ja, aber ich muss ganz dringend mit dir sprechen, das ist wirklich wichtig. Ich kann jetzt nicht sprechen, wir haben uns doch geeinigt, du sollst... Was, wer will? Das kommt mir gar nicht in Frage. War das deine Idee, was? Nein, seine Idee. Das war meine Idee. Wieso bespricht er das mit dir? Was hat denn das mit dir zu tun überhaupt? Naja, er hat mich halt gefragt, wie mir das so geht, bei dir zu beichten. Und dann wollte er mich fragen, was ich darüber denke. Wieso bespricht er das mit dir? Naja, der wollte meinen professionellen Rat. Also, dein professioneller Rat, das ist ja wohl ein Witz. Wolfgang, Mann, er hat mich zufällig am Flur getroffen. Ach, zufällig, das glaubst du doch wohl selber nicht. Pass mal auf, das kommt überhaupt nicht in Frage. Ganz sicher nicht. Nein. Sieh das doch mal so, Wolfgang. Vielleicht ist das auch eine Chance für dich. Ach, bei dem ist also doch... Ich meine für euch beide. Bei dem ist doch die Birne ausgebrannt. Der Pater Paul kommt mir hier nicht rein und schon gar nicht vor die Kamera. Okay? Weißt du, das ist eine irrsinnige Frechheit, ist das. Jetzt warte mal. Sag ihm doch mal, dass das vor der Kamera viel zu schwer ist, dass er da gar nicht so einfach sprechen kann. Das muss man lernen. Außerdem wäre es ganz schön, wenn man minimal fotogen wäre. Ja. Ja, was gibt's denn da jetzt zu lachen? Aber weißt du, ist es besser? Sag ihm doch einfach, dass ich rausgekriegt habe, dass er jetzt auch ein Auge auf Frau Werner geworfen hat, ja? Und er soll mich mal in Ruhe lassen. Soll ich das so direkt sagen? Also, ja, nein, vergiss es. Sag irgendwie so durch die Blume. Okay, tschüss. Also ich möchte jetzt, dass ihr bei Facebook und bei YouTube postet, dass ihr auf keinen Fall den Pater Paul hier irgendwann mal sehen wollt.